Glücklich? Ja, ich habe meine Fahrt wunderbar überstanden, hatte sogar richtig Fahrtwind im Kleid und freue mich schon auf die Herausforderung, wie es auch auf dem Eis sein wird mit dem Fahrtwind der Nacht. Was machst du jetzt bei Holiday on Ice? Also, ich freue mich sehr, dass ich ein Teil dieser großen Show bin. Ich werde überraschterweise nicht Schlittschuh laufen, sondern tanzen. Diese Show verbindet nämlich Tanz und Akrobatik und Motorräder auf dem Eis. Also es ist eine ganz moderne, spritzige, wie der Name auch schon sagt, schnelle Show. Und ja, ich bringe dann meinen schnellen brasilianischen Temperament mit in diese Show und habe eine schöne Nummer auf einen Uhrzeiger. Ich darf sozusagen an der Uhr drehen. Wer hat an der Uhr gedreht? Was verbindet dich mit München? Du bist, glaube ich, schon mal ein Jahr in München gewesen. Aber ja, mit München sehr viel. Ich habe hier gewohnt ein Jahr und habe die guten Seiten Münchens wirklich lieben und schätzen gelernt. Also die Natur, das Essen, die Tradition. Selbst der Oktoberfest. Selbst ein Dirndl hatte ich an. Also eine Tracht. Dirndl war es nicht. Es war eine Lederhose. Was wirst du tragen auf Holiday on Ice? Kein Dirndl. Nein, kein Dirndl. Auch wenn wir in München sind. Ich trage ein wunderschönes rotes Kleid, was sehr aufwendig gemacht wurde, ganz schnell in den letzten Tagen, damit wir es heute auch für die Pressekonferenz hatten. Und bei meiner zweiten Nummer trage ich eine Racejacke und eine tolle Leggings mit ganz, ganz viel Strass und Glitzer. Und da moderiere ich das Rennen zwischen zwei Eisläufern.